Hallo, ihr Liebenden. Schaut mal, ich bin hier am See, wo das Ants and Trends ist. Das spirituelle Festival. Ja. Ich schaue jetzt nicht genau in die Kamera und erzähle euch jetzt von der Nacht und wie es mir bis jetzt geht. Das ist so am Nachmittag. Die Nacht war sehr gut. Ich habe wirklich sehr viel geschlafen, auch sehr fest. Ich musste nicht zwischendurch nochmal auf Toilette, was sonst eigentlich untypisch für mich ist. Wo ich wach geworden bin, war das so, als wäre ich tattrig. Also früher habe ich dann immer Zucker zu mir genommen, weil ich dann halt so tattrig war. Das war sehr komisch für mich. Irgendwas passiert mit meinen Oberschenkeln auch. Mir ist extrem kalt. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Frieren, obwohl ich tausende von Schichten anhabe. So, das ist so, okay, wir haben 11 Grad und ich sehe aus, als wäre irgendwie Winter. Ja. Jetzt, wo wir draußen sind, pellt sich meine Lippe irgendwie. Das ist auch komisch. Gedanken kommen hoch. Ich bin innerlich sehr ruhig und so ganz friedlich. Das ist auch so, wow, egal was ist. Ich bin einfach so, läuft, wird schon und alles cool. Wir sind jetzt, also ich meine, wenn ich wir sage, heißt es, Christian und ich sind gerade raus, draußen und wollten mal gucken, ob wir ein bisschen spazieren gehen können, weil die Sonne schien und merken aber, ja, dass so lange Laufen gerade nicht so gut ist. Und so ein richtiges Hungergefühl, wie ich gestern oft hatte, hatte ich bis heute noch nicht so richtig. Sondern eher so, dass ich eine Art halt vom Zittern habe. Ich bin sehr empfindlich auf Geräusche oder Laute. Also ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, aber ich bin gerade ganz schön empfindlich, was Geräusche angeht. Das ist mir sehr stark aufgefallen. Wir sind an der Schule oder im Kindergarten vorbeigelaufen und da waren Kinder. Und das war ganz schön laut. Ja, genau. Frieren habe ich schon gesagt. Ich friere sehr stark. Ich habe hier in dem Bereich sehr starke Kopfschmerzen. Das ist eigentlich an sich nichts Neues, aber irgendwie doch sehr intensiv gerade. Ich bin gespannt, wie es heute weiterläuft. So, mal schauen, ob noch ein Hungergefühl kommt oder nicht. Ich habe das ja wirklich aus der Instanz einfach gemacht. Ah, Fasten habe ich noch nie gemacht. Christian will das machen. Heuer. Könntest du ja auch mal ausprobieren, so, ne? Und dadurch, dass es jetzt in den Frühling geht, viele fasten ja auch in dem Frühling, habe ich schon gehört, ob das Heilpraktiker sind oder Leute, die das schon öfters machen oder so. Habe ich das Gefühl, ja, heute oder gestern ist der richtige Zeitpunkt und ja. Ich schaffe das. Ich mache das jetzt einfach mal und schau mal, wie das so ist. Genau. Und wenn man dieses innere Gefühl hat, so, das fühlt sich jetzt gut an und du probierst es mal aus, dann kann ich euch nur empfehlen, wirklich probiert es aus. Ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Tage werden. Ihr werdet auf jeden Fall immer wieder was von mir hören und mal schauen, wie es jetzt so weitergeht und so.
ein inneres Gefühl von ganz viel. Ich freue mich auf den Sommer, auf Sonne, viel draußen sein, Liebe, ganz viel Liebe ist in mir gerade. Oh, die Kamera zittert, weil ich zitter. Oh, ja. Ja, es ist so schön hier. Ich freue mich, wenn das Festival ist. Ich zeige euch das jetzt nochmal und wünsche euch allen einen ganz tollen Tag. Ich liebe euch alle. Ihr seid so wundervoll. So wie die Natur und allem. So wundervoll. Ja, dann habt einen schönen Tag und man sieht sich. Bis dann.